Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch endlich wieder von Philosophie erzählen. Heute beginnen wir wirklich mit Aristoteles und wir beginnen mit seinem größten Vermächtnis. Die aristotelische Logik ist ohne jeden Zweifel die größte Leistung des Philosophen. Jahrhundertelang mussten Studierende der Philosophie mit einer Auseinandersetzung mit Aris Logik beginnen. Peter Adamson vom schönen Podcast The History of Philosophy Without Any Gaps sagt sogar, dass viele StudentInnen nie über ein Studium von Aris Logik hinauskamen. Daher werden wir damit nicht beginnen. Ha. Ich habe das Gefühl, als hätte ich diesen Witz schon einmal zu oft gemacht. Und frage mich, welche Witze ich vielleicht sonst noch zu oft mache. Anyway. Naja, irgendwie fangen wir doch mit Aristoteles Logik an und irgendwie auch nicht. Das wird gleich klarer. Vieles, was Aristoteles im sogenannten Organon, seinen logischen Schriften, bespricht, gehört nämlich eigentlich zur Semantik. Daher beginne ich die inhaltlichen Folgen meiner Aristoteles-Staffel mit der Semantik. Aber es wird noch komplizierter. Denn Semantik befasst sich eigentlich mit dem Verhältnis von Sprache und Welt. Doch auch wenn Aristoteles für diese Disziplin bahnbrechende Grundlagen gelegt hat, trennt er nicht wirklich zwischen Sprache und Welt. Ganz ähnlich wie die CDU nicht klar trennt zwischen der Bekämpfung einer Pandemie und der Gelegenheit, sich die Taschen zu füllen mit überteuerten Maskendeals. Vieles von dem, was wir heute und in den kommenden Folgen kennenlernen und das für die Logik wichtig ist, wird wieder relevant werden, wenn wir uns dann mit der Metaphysik beschäftigen. Schauen wir mal in den ersten Text des Organons, in die Kategorien. Nach einigen Bemerkungen zu dem Verhältnis von Synonymen, Homonymen und Paronymen, die ich hier vernachlässige, da sie mich noch weniger interessieren als der Snyder Cut, beschäftigt sich Aristoteles mit dem Verhältnis von Wörtern und Sätzen. Wenn man Worte in eine sinnvolle Verbindung setzt, erhält man einen Satz. Dabei ist wesentlich, dass es eine sinnvolle Verbindung ist. Es gibt also Regeln, wie Wörter anzuordnen sind und nicht jede Wortfolge ist automatisch ein Satz. Beispielsweise muss jeder Satz immer ein Verb enthalten. Das ist so unstrittig, dass in dem Moment, als ich es geäußert habe, 13 Philosophinnen und 29 Linguistinnen Feuer schrien. Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Lassen wir mal so unordentliche Sätze wie Feuer außer Acht und kümmern uns nur um die Standardfälle. Eine Strategie, die die Philosophie mehr als einmal so richtig schön in die Scheiße geführt hat. Einen ordentlichen Satz kann ich jetzt in zwei logische Teile unterteilen. Den einen nennen wir das Subjekt. Es ist das, worüber ich spreche. Und über dieses Subjekt kann ich etwas aussagen. Und das nennen wir dann wiederum das Prädikat. Wichtig ist, dass es sich um logische Subjekte und Prädikate handelt, die nur mehr oder weniger eng verwandt sind mit ihren grammatischen Äquivalenten, die ihr alle in der Schule gelernt habt. Das ist ein bisschen so wie der Coppola-Clan, wo du auch denkst, dass du jetzt aber wirklich mal endlich alle kennst und dann kommt Nicolas Cage um die Ecke und schreit dir in seiner unnachahmlichen Art ins Gesicht, dass er auch dazugehört. Ich habe also ein Subjekt, über das ich spreche und etwas, was ich darüber aussage, das Prädikat. Beispielsweise, mein Kaffee ist ein Getränk. Meinem Subjekt Kaffee habe ich also das Prädikat Getränk zugeordnet. Und daraus, dass ich diese Zuordnung vorgenommen habe, folgen jetzt ein paar echt spannende Konsequenzen. Etwa, dass alles, was ich über Getränk sage, auch auf Kaffee zutreffen muss. Ein Getränk kann nicht trocken sein, ich kann es durch einen Strohhalm schlürfen, ich kann es verschütten. Oh, das war jetzt ungünstig. You name it. Dadurch, dass ich dem Subjekt Kaffee das Prädikat Getränk zugeordnet habe, hat es automatisch all diese Eigenschaften auch zugeordnet bekommen. Nichts, was ich über Getränk sagen kann, darf dem Kaffee widersprechen. Ganz schön anmaßend und besitzergreifend dieses Getränk. Es ist bestimmt kein guter Ex-Freund. Aber mal logisch betrachtet, warum ist das so? Und an dieser Stelle kommen wir zum ersten Begriffspaar, bei dem Semantik und Metaphysik so heftig verschwimmen, als hätten wir uns gerade einen PCR-Test bis kurz vors Gehirn gerammt. Gattung und Art. Während ich, wie alle, die keine Hardcore-Realisten sind, Gattungen und Arten eher als etwas Sprachliches auffasse, oszilliert das bei Aristoteles immer zwischen Sprache und Welt hin und her, je nachdem, welchen Aspekt er gerade mehr betont. Aber was sind denn jetzt Gattungen und Arten? Das ist eine gute Frage, muss ich nochmal nachgucken. Wenn wir über Dinge in der Welt sprechen, dann reden wir ja nicht nur über individuelle Einzeldinge, sondern wir fassen diese Dinge auch zu Gruppen zusammen. Man könnte quasi sagen, wir bilden eine Super League dieser Einzeldinge und hoffen einfach mal darauf, dass Chelsea sich nicht gleich ins Hemd macht. An dieser Stelle stand in meinem Skript übrigens ein Lego-Beispiel, aber die Damen und Herren von Lego sind mir etwas zu klargewütig. Daher, dieses Spiel gehört zur Gruppe der Zelda-Spiele.
Wir können auch sagen, zur Art der Zelda-Spiele. Die Art der Zelda-Spiele wiederum können wir mit anderen Arten von Spielen zu einer größeren Gruppe zusammenfassen, nämlich zur Gruppe der Computerspiele oder auch der Gattung der Computerspiele. Eine Gattung ist also eine Obergruppe zur Untergruppe der Art. Der Witz ist jetzt, dass Arten und Gattungen in einem verschachtelten Verhältnis zueinander stehen, als wären sie ein komplizierter Schrein in Breath of the Wild, den es zu lösen gilt. Denn die Computerspiele werden wieder zur Art der Gattung Spiele und die Spiele zur Art der Gattung Beschäftigung. Und metaphysisch spannend wird es spätestens dann, wenn wir versuchen zu klären, was die unterste Art und die oberste Gattung sind. Aber dahin möchte ich jetzt noch nicht abbiegen, denn jetzt schon diesen Schritt zu machen, wäre so übereilt und wenig durchdacht wie eine Kunstaktion von Jan-Josef Liefers. Also kriegen wir erst einmal unsere Logik auf die Reihe und biegen dann in ein paar Folgen in Richtung Metaphysik ab. Denn die semantische Frage, die sich hier anschließt, ist, wie denn jetzt Gattungen und Arten prädiziert werden. Wie sie also mit den eben besprochenen Satzteilen Subjekt und Prädikat zusammenhängen. Nehmen wir den simplen Satz, das Galaxy Note 20 ist ein Smartphone. Hier sagen wir über das Subjekt Galaxy Note 20 das Prädikat aus ist ein Smartphone. Doch was hat das jetzt mit Gattungen und Arten zu tun? Der Witz ist, dass immer die Gattung von der Art prädiziert werden kann, aber nicht andersherum. Wir können sagen, alle Note 20 sind Smartphones, aber wir können nicht sagen, alle Smartphones sind Note 20. Okay, natürlich können wir das sagen, aber dann ist es halt nicht wahr. Denn wesentlich für die Gattung ist ja, dass sie verschiedene Arten zusammenfasst. Neben den 10 Millionen Samsung-Modellen auch iPhones, diese Nokia-Dinger und ich glaube auch von Huawei sind da immer noch ein paar vertreten. Das Verhältnis, in dem nun die verschiedenen Dinge zueinander stehen, die alle der gleichen Gattung Smartphone angehören, nennt Aristoteles Differenz. Ein anderes Beispiel. Eine Gitarre gehört zur Gattung der Saiteninstrumente und sie steht darin in Differenz zur Ukulele und zur Mandoline, zur Geige, zum Bass und so weiter. Und aus diesem Verhältnis von Gattung und Art folgt eben, dass alles, was ich über die Gattung sagen kann, auch auf die Art zutrifft, aber nicht umgekehrt. Das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Was ist denn, wenn ich über meinen Kaffee nicht sage, dass er ein Getränk ist, sondern zum Beispiel, dass er heiß ist? Gehört der Kaffee sowohl der Gattung des Getränks an, als auch der Gattung der Hitze? Aber in welchem Verhältnis soll die Hitze zu jener Gattung des Getränks stehen? Es kann keine Unterart der Gattung Getränks sein, denn es gibt kalte Getränke, aber es kann keine kalte Hitze geben. Es sei denn natürlich, man bezeichnet damit das Gefühl, das ich empfinde, wenn ich daran denke, dass Armin Laschet womöglich bald unser Bundeskanzler ist. Hitze kann aber auch nicht Gattung zu Getränk sein, denn Hitze kann brennen, aber Getränke können nicht brennen. Okay, es sei denn so richtig krasser Schnaps. Vielleicht können Getränke doch brennen. Dann nehmen wir lieber dieses Beispiel. Das Erdinnere ist heiß, aber das Erdinnere ist kein Getränk. An dieser Stelle muss ich mich aus dem Schnitt einschalten, denn ihr habt es gemerkt, mein Beispiel ging nicht wirklich auf. Deswegen musste ich nochmal das machen, was ich in so einer Situation natürlich mache als Anhänger der analytischen Philosophie. Ich habe Lexika und Wörterbücher gewählt und habe mir angeschaut, was sind denn die Bedeutungen von Hitze, was sind die Eigenschaften von Hitze, um wirklich eine Eigenschaft von Hitze zu finden, die auf Getränke nicht zutrifft. Und die habe ich am Ende hoffentlich gefunden, nämlich Hitze führt zu Austrocknung. Man könnte jetzt natürlich wieder anführen, ja okay, das tun ja alkoholische Getränke auch, aber das ist wieder was anderes, denn Hitze führt buchstäblich zum Verdunsten von Flüssigkeiten und dass Getränke zum Verdunsten führen, das ist eben nicht der Fall. Entsprechend kann ich trotz allem die These aufrechterhalten, dass Hitze nicht Gattung zur Art des Getränks sein kann. Und jetzt geht's weiter mit der Originalaufnahme. Vermaledeite Biberkacke, wir sind in eine terminologische Sackgasse geraten. Hitze scheint von ganz anderer Qualität als Getränk zu sein. Man könnte sogar sagen, es ist etwas kategorial anderes. Aber was sie ist, das klären wir beim nächsten Mal, wenn wir uns Aristoteles Kategorien angucken. Ihr wollt das bestimmt nicht verpassen, weswegen YouTube den Abonnieren-Button erfunden hat. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Kaffee. Huawei. So gut, dieser Kaffee. Kommt Aristoteles zu, ja, was eigentlich? Und sie steht in Differenz zur Ukulele.
Mein Ukulele ist nicht da. Huawei. Huawei.